Ja, herzlich willkommen zur 10. Folge der Bushcraft Basics. Und in dieser Folge geht es um ein wirkliches Basic, nämlich der Basis allen Lebens, dem Ursprung. Es geht um das Thema Wasser. Es ist bekannt, dass der menschliche Körper zum allergrößten Teil aus Wasser besteht und somit ist es nicht verwunderlich, dass der Mensch mehrere Wochen ohne feste Nahrung überleben kann, jedoch nur, wenn überhaupt, nur wenige Tage ohne Trinken, ohne Wasser. Auch unser Planet besteht zum größten Teil aus Wasser. Wir sprechen hier von ca. 70% der Erdoberfläche, die aus Wasser besteht. Das ist dann aber Salzwasser. Nur ca. 3,5% bestehen davon aus Süßwasser, also Wasser, was der Mensch trinken und verwerten kann. Aber auch dieses Süßwasser ist für den Menschen nicht ohne weiteres zu konsumieren. Schauen wir uns aber erst einmal an, was Wasser genau ist. Wasser ist ein Molekül, das aus zwei Atomen bzw. aus drei Atomen zusammengesetzt wird, nämlich zwei Wasserstoffatomen und einem Sauerstoffatom. Und da wir unsere Reise in den Mikrokosmos schon mal begonnen haben, kommen wir gleich zu der größten Gefahr für den Menschen, die von dem Wasser ausgeht, nämlich Mikroorganismen. Krankmachende Keime, Einzeller, Viren und Bakterien, die uns enormen Schaden zuführen können. Dazu müssen wir wissen, dass nicht alle Mikroorganismen, nicht alle Bakterien dem menschlichen Körper schaden. Die wirklich gefährlichen sind sogenannte pathogene Keime, also krankmachende Mikroorganismen. Und hier mal visualisiert einige der wichtigsten Krankheitserreger, die dem menschlichen Körper teilweise wirklich extrem Schaden zuführen können. Dazu kommt die Belastung unserer Gewässer durch die Landwirtschaft. Nun, und diese Belastungen gilt es halt zu entfernen, das Wasser für uns genießbar zu machen. Gerade bei sportlicher Betätigung ist eine ordentliche Hydrierung von allergrößter Notwendigkeit, so eben auch im Outdoor-Bereich. Oftmals wird zu sehr fragwürdigen Methoden geraten, um Trinkwasser zu gewinnen. Methoden, bei denen man wahrscheinlich in eine negative Flüssigkeitsbilanz geraten würde. Darüber hinaus gibt es allerdings auch Methoden, die wirklich nützlich sind, die wirklich etwas bringen und ja, die vor allem nicht gefährlich sind. Und um die wollen wir uns jetzt einfach mal kümmern. Niederschlag. Niederschlag, also Regenwasser oder auch Schnee, ist eine der besten Möglichkeiten, um draußen in der Natur an trinkbares Wasser zu kommen. Es ist, da es Kondenswasser ist, in der Regel frei von Keimen, wenn es direkt aufgefangen wird und wenn es nicht gerade das seltene Phänomen des sauren Regens ist, auch frei von chemischen Belastungen. Ja, allerdings ist es auch frei von Mineralstoffen. Steht Nahrung zur Verfügung, braucht der Mensch auch kein mineralisiertes Wasser. Nur ca. 5% aus einem handelsüblichen Mineralwasser kann der Körper sowieso nur an Mineralien verwerten. Der Rest wird bestenfalls ausgeschieden. Wenn man mehrere Tage oder Woche ohne Nahrung auskommen muss und sich nur vom Wasser ernähren muss, erst dann wird es wirklich notwendig, lebensnotwendig, mineralisiertes Wasser zu haben. Wenn man jetzt hier, wie in diesem Beispiel, rein aus Naturmaterialien Regenwasser auffängt, ist dieses sofort genießbar. Um dieses Wasser zu mineralisieren, wenn es denn dann notwendig ist, reicht wirklich eine kleinste Menge Steinmehl dem Wasser beizufügen. Nichts anderes passiert auch in der Natur. Also unbedingt merken, mineralisiertes Wasser ist erst dann wichtig, wenn keine Nahrung, keine Lebensmittel zur Verfügung stehen. Kleine Beispiele zur Verdeutlichung. 100 Gramm Mohn haben in etwa 4-mal mehr Kalzium als 20 Liter mineralisiertes Wasser. Und um euren Tagesbedarf an Kalium alleinig mit Wasser zu decken, müsstet ihr zwischen 500 und 1500 Liter vom Wasser trinken, je nach Mineralisierung. Dazu muss man sich auch im Klaren sein, dass unser Wasser von der Natur überhaupt nicht dafür vorgesehen ist, unseren Körper mit Mineralstoffen zu versorgen. Wir haben nur mineralstoffhaltiges Wasser, da wir aus tieferen Reservoirs unser Wasser beziehen, denn wir haben es ja prima geschafft, unser Oberflächenwasser zu vergiften und zu verunreinigen. Schnee kann genauso bedenkenlos genutzt werden wie Regenwasser, nur dass es eben vorher geschmolzen werden muss. Anders sieht es da mit Eis aus, denn Eis ist in der Regel vorher am Boden gewesen und erst da gefroren und es ist immer nicht ganz auszuschließen, dass dieses nicht auch mit, Mikroorganismen verunreinigt ist. Thermische Entkeimung.
Die thermische Entkeimung oder das Entkeimen durch Abkochen stellt für uns eine der ja, sinnvollsten und am besten zu praktizierendsten Methoden dar, um unser Wasser keimfrei zu halten. Es ist so, dass die meisten Krankheitserreger bei ca. 70 Grad Celsius absterben. Es gibt natürlich auch Bakterien, die Temperaturen um die 100 Grad oder mehr aushalten. Die sind allerdings sehr selten und meist sind sie auch nicht pathogen. Zum Glück. Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt, das Wasser eine Minute sprudelnd zu kochen und in Höhenlagen 3 Minuten, um alle Keime abzutöten. Es gibt auch Empfehlungen, die sagen, 10 Minuten müssen es schon sein. Ich persönlich halte es so, ich koche mein Wasser 5 Minuten ab. 5 Minuten ist für mich der Kompromiss zwischen der Empfehlung 10 Minuten und der Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation. Und damit fahre ich bisher immer ganz gut. Eine allgemeingültige Empfehlung gibt es leider nicht und die kann ich euch hier auch nicht geben. Hier auch sei geraten, ein bisschen auf euer Bauchgefühl hören. Was ihr außerdem wissen solltet, dieses Abkochen funktioniert nur, wenn das Wasser frei von Schwebstoffen ist. Also nicht dreckiges Wasser abkochen, lieber vorher einmal durchfiltrieren, damit es klar ist und dann abkochen. Neben einer Hitzequelle, wie zum Beispiel dem Feuer, brauchen wir zum Abkochen natürlich ein Gefäß, in dem wir das Wasser abkochen können. In einer Survival-Situation, in einer wirklichen Notlage, in der wir dieses Gefäß nicht haben, empfiehlt es sich zum Beispiel aus Rinde ein Gefäß zu bauen oder eine Kochgrube zu graben. Viel einfacher, wenn man ein wenig Glück hat und Zivilisationsmüll findet, wie hier diese PET-Flasche, viel einfacher ist es dann, in dieser zu kochen. Einfach mit Wasser befüllen, dran denken, klares Wasser ohne Schwebstoffe, ein Loch in den Deckel, damit uns die ganze Sache durch den Druck nicht um die Ohren fliegt und einfach in die Flamme legen. Natürlich ist das eine absolute Notfall-Technik, die man so nicht anwenden sollte, da durch die Hitze auch Giftstoffe aus dem Kunststoff in das Wasser gelangen. Die nocken uns allerdings nicht so schnell aus, wie zum Beispiel ein E. coli-Bakterium oder Kryptosporidien im Wasser. Für Notlagen also sehr zu empfehlen. Jahrelange Zufuhr und der jahrelange Konsum von so manchen Lebensmitteln wird wahrscheinlich giftiger sein, als in einer Notlage über einige Tage hinweg solch ein Wasser zu konsumieren. Probiert es zu Trainingszwecken mal aus. Vorsicht, nicht verbrennen. PET wird sehr, sehr heiß. Und wie gesagt, nur zu Trainingszwecken, nicht unbedingt einfach so trinken. Die mechanische Entkeimung, Filtration. Wasserfilter gibt es von diversen Anbietern, Katadyn, MSR etc. und der Outdoor-Markt wird damit regelrecht überschwemmt. Das ist ganz gut so, denn diese Systeme funktionieren einwandfrei und filtern teilweise sogar Viren, kleinste Viren aus dem Wasser heraus. Hier empfehle ich euch unbedingt mal das Video zu dem Thema von Kai Sackmann, der geht da sehr gut drauf ein und ich kann mir hier sparen, das Ganze zu erklären. Mit verschiedenen Filterelementen wie Keramik, Glasfaser und Aktivkohle kann man aus dem schmutzigsten Wasser wirklich tolles Trinkwasser zaubern. Also eine tolle Sache gerade für Reisende. Hier kann man einfach mal prima sehen, wie viel Schwebstoffe aus dem Wasser gefiltert worden sind, obgleich doch dieses Wasser augenscheinlich gar nicht so verschmutzt ist. Hier zum Vergleich mal der Filter, bevor ich gefiltert habe. Und das war nicht einmal 1 Liter. In einer Notsituation kann es natürlich sein, dass wir unser Wasser filtern müssen und wir haben solch einen modernen Wasserfilter eben nicht zur Hand. Auch da lässt sich wieder ganz toll was improvisieren, indem wir nämlich eine alte Flasche nehmen, in diesem Fall auch wieder eine PET-Flasche, und den Boden abschneiden, sodass wir einen Trichter haben und ein Auffanggefäß. Des Weiteren brauchen wir auf jeden Fall Holzkohle. Holzkohle aus dem Lagerfeuer, mit Wasser abgelöscht und die sammeln wir auf und müssen sie nachher ein bisschen zerkleinern, zerstoßen. Kohle hat eine enorm große Oberfläche. Die innere Struktur von 4 Gramm Kohle entsprechen der Oberfläche eines Fußballfeldes. Und somit ist es natürlich als Filterelement von absolut hoher Bedeutung. Und Aktivkohle ist in der Lage, Giftstoffe aus dem Wasser herauszufiltern. Weiterhin brauchen wir auch noch Sand als weiteres Filterelement. Man könnte natürlich auch noch Pflanzenteile nehmen, wie Gräser oder Pflanzensamen etc. Die sind aber nicht immer unbedingt sofort verfügbar und zu finden, deswegen geht es auch so. Wir nehmen uns einen Stoffrest von einer Socke
Hier nehmen wir nur den oberen Teil der Socke ab, damit wir den später nochmal anziehen können, den Strumpf. Und haben somit nochmal ein weiteres Filterelement quasi als Grobrechen, um grobe Verschmutzungen im Vorfeld schon mal auszufiltern. Und dann fangen wir an, den Filter zu befüllen. Ganz unten an den Deckel kommt ein Stückchen Stoff, das ordentlich festdrücken, damit es ordentlich sitzt. Und darüber eine Schicht von der zerkleinerten Kohle. Darüber kommt dann eine Schicht Sand. Und über diese Schicht Sand kommt später wieder eine Schicht Kohle. Das Ganze muss regelmäßig festgedrückt werden, sodass keine Hohlräume entstehen, durch die das Wasser einfach so durchfließen kann. Und dann wieder eine Schicht Kohle und wieder eine Schicht Sand. So machen wir das die ganze Zeit, bis der Filter gefüllt ist. Das alleinige Filtern nur mit so einem improvisierten Filter ist immer so eine Sache. Völlig keimfrei werdet ihr das Wasser damit nicht bekommen. Man müsste schon sehr viele Filtervorgänge durchlaufen lassen und das immer wieder mit frischen Filtern und nicht mit ein und demselben. Aber die gröbsten Verschmutzungen und Verunreinigungen kann man so herausfiltern. Viele Viren hängen sich gerade an die Schwebstoffe im Wasser fest und die habt ihr damit schon mal rausgefiltert. Das Abkochen danach empfehle ich trotzdem. Einfach die ganze Sache irgendwo an einen Ast hängen oder hier an ein Gestell und dann zu Demonstrationszwecken hier mit wirklichem Brackwasser einfach mal befüllen. Diese Art der Filtration dauert sehr, sehr lange. Richtig eingestellt und richtig funktionieren tut der Filter erst, wenn alle 2 bis 3 Sekunden ein Tropfen unten aus dem Filter herauskommt. Das dauert zugegeben wirklich sehr, sehr lange, aber es ist eine effektive Methode, um aus wirklich schmutzigem Wasser ein klares Wasser herzustellen, das man dann schnell abkochen kann und somit dann wirklich Trinkwasser hat, bei dem man keine Sorge mehr haben muss, dass es einem krank macht. Hier mal zum Vergleich, vorher, nachher, also die Dinger funktionieren 1A. Chemische Entkeimung. Chemikalien im Trinkwasser sorgen in der Regel dafür, dass wir krank werden. Allerdings gibt es auch Chemikalien, die dafür sorgen, dass Bakterien und Viren absterben. Eins der bekanntesten Produkte ist Micropur, kleine weiße Tabletten, die man einfach in das Wasser hineingibt und nach einer bestimmten Wartezeit ist dieses dann frei von Keimen. Kaliumpermanganat eignet sich auch nicht nur zum Feuermachen und zum Färben von Flüssigkeiten, sondern auch dieses hat eine desinfizierende, eine keimtötende Wirkung. Natriumhypochlorid, im Volksmund auch Chlor genannt, findet man in so manchen Haushaltsreinigern und hier wirklich wieder nur eine absolute Survival-Technik und nur in Notsituationen anzuwenden, da dieses Zeug auch stark giftig ist, falsch dosiert, deswegen gebe ich hier auch keine Angaben zur Dosierung. Einfach einige Tropfen, sage ich jetzt mal, in das Wasser hineingeben und dieses Chlor sorgt dafür, dass ähnlich wie im Schwimmbad, dass Keime, dass Krankheitserreger absterben. Allerdings wirklich nur in Notfallsituationen anwenden und gut darüber informieren. UV-Wasserentkeimung. Wasserentkeimung durch UV-Strahlung passiert ganz einfach, indem die UV-Strahlung dafür sorgt, dass die Krankheitserreger sich nicht weiter vermehren können und die DNA-Struktur der Zelle so weit zerstört wird, dass die Krankheitserreger absterben. Benötigt wird eine sehr kurzwellige UV-Strahlung. Das wäre zum einen die UVC-Strahlung, die kommt aber in der Regel überhaupt gar nicht erst bis zur Erdfläche an. Also benötigen wir die UVB-Strahlung. Und hier ist der Knackpunkt. Die UVB-Strahlung kommt auf der Nordhalbkugel gar nicht genügend zur Erdoberfläche an. Auf der Südhalbkugel funktioniert das allerdings sehr, sehr gut. Deswegen ist das eine tolle Entkeimung für die Drittweltländer. Dort reicht es, wenn man so eine Literflasche 6-7 Stunden in die pralle Sonne legt. Hier für uns sind solche UV-Strahlungen, kurzwellige UV-Strahlungen, nur künstlich herzustellen. Jeder kennt es, den Steripen. Der produziert, ja, angetrieben durch Batterien, UVC-Strahlung und tötet somit schnell und höchst effektiv Krankheitserreger im Wasser ab. Das ist eine Methode, die funktioniert wirklich super und sehr zuverlässig. Eine ganz tolle Sache. Also hier bei uns
auch wenn man es immer wieder hört und immer wieder Leute dazu raten, dass es funktioniert, einfach das Wasser hier bei uns auf der Nordhalbkugel in die Sonne legen, egal wie lange, es funktioniert nicht. Also bitte ein bisschen aufpassen. Das war es auch schon wieder. Wir sind am Ende der Folge und ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet ja die wichtigsten Grundlagen zum Thema sicheres Trinkwasser mitnehmen. Weiterführende Informationen, die holt euch bitte selber aus dem Netz oder aus Büchern. Das ist ein Thema, das würde einfach den Rahmen sprengen. Und ich möchte euch ja mit den Bushcraft Basics hier wirklich nur die Grundlagen und das nötige Wissen, um ja sicher hinauszugehen, vermitteln. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt sauber. Ciao.